Seid gegrüßt. Hier ist die Marburger Märchenerzählerin Karin Kirchhain. Ich erzähle euch eine der bekanntesten Geschichten, die in Norwegen schon seit langer, langer Zeit erzählt wird. Sie handelt von, ja, wovon handelt sie? Also zum einen von einem Helden, dem bekanntesten Helden Norwegens, Peer Gynt heißt er. Und Peer Gynt war ein großer Held, ein gewaltiger Held, und viele Geschichten gibt es über ihn. Aber die erzähle ich jetzt nicht. Ich will nur sagen, er war als Jäger berühmt und vor allen Dingen auch als Trolljäger. Troll? Was ist Troll? Fragt ihr mich. Nun, die Trolle gibt es nur in Norwegen. Ihr werdet im deutschen Wald keinen finden. Und wenn mal einer kommt und sagt, er sei einer, dann müsst ihr genau hinschauen. Natürlich kann ein Troll groß oder klein sein. Und ehrlich gesagt, so sehr intelligent sind sie auch nicht. Aber sie können bösartig sein. Wirklich, wirklich gemein. Die Trollmänner und die Trollfrauen auch. Doch wirklich, das weiß ich genau. Und ihnen wachsen überall Haare. Nicht nur auf dem Kopf und auf dem Bauch und auf dem Rücken, auch an den Händen und aus den Ohren und aus der Nase. Und vor allen Dingen, und daran erkennt ihr einen norwegischen Troll, sie haben einen langen Kuhschwanz mit einer Quaste und den schleifen sie hinter sich her am Boden. Ja, das ist ein Troll. Und davon leben in den Wäldern Norwegens sehr viele. Und meine Geschichte beginnt einen Tag vor Weihnachten. Peer Gynt war auf der Reise. Er hatte ganz weit oben aus dem Norden bei der Jagd einen jungen Eisbären gefunden. Ganz allein. Seine Mutter war wohl gestorben, ich weiß es nicht, aber der Eisbär brauchte dringend jemanden, der sich um ihn kümmerte. Und auf dem langen Weg nach Süden hatten die zwei sich schon angefreundet und der Eisbär ging auch ganz brav an einem Lederriemen spazieren, fast ein bisschen wie ein riesiger Hund. Ein bisschen größer war er schon, ja? Aber Peer Gynt hatte ja keine Angst und der Eisbär auch nicht. Nun. Die zwei gingen ihrer Wege, denn Peer Gynt wollte zur Hauptstadt. Aber ein Schneesturm hatte ihn überrascht. Und so konnte er die ganze Nacht sich nirgendwo ausruhen. Er musste versuchen, durch diesen Schneesturm durchzukommen. Es gab keinen Platz, wo er sich hätte verstecken können. Und er war todmüde, als am Morgen endlich der Schnee sich legte und der Sturm leise ward und es endlich hell wurde. Oh. Und dann kam die Sonne heraus und es war der Vormittag des 24. Unser Weg bis zur Hauptstadt war noch weit. Das würde er wohl nicht mehr schaffen. Und so ging er weiter und weiter und schaute sich um. Und da hinten, da stieg Rauch auf, am Waldrand. Ja, da drüben. Das war nicht mehr weit. Da, wo Rauch aufsteigt, ist eine Hütte oder ein Haus oder ein Hof. Und da ging er jetzt mit seinem Bären hin. Nun, vor der Hütte stand der Hausherr, ein Holzhacker. Und Peer Gynt ging auf ihn zu und grüßte. Der Holzhacker schaute auf. Herr, was macht ihr hier in dieser Einöde und wo wollt ihr hin? Und Peer Gynt erzählte und dann bat er um ein Nachtlager. Weißt du, mein Lieber, ich schaffe es heute nicht mehr bis in die Hauptstadt. Und ich muss dringend schlafen. Ich bin so müde. Gib mir doch bitte ein Strohlager. Das reicht mir völlig. Und für meinen Eisbären auch. Wir brauchen nicht viel. Herr, ich würde euch gerne einlassen. Ich würde gerne sagen, seid mein Gast und bitte kommt herein. Wärmt euch auf. Esst und trinkt. Ich will euch jetzt gerne aufnehmen. Aber. Und so gingen sie hinein in die Stube und drinnen waren die Kinder und die Frau war noch am Schaffen und am Kochen und Backen und Vorbereiten und Peer Gynt. Hier riecht's aber gut. Und Peer Gynt schnupperte und freute sich und setzte sich voller Erwartung an den großen Holztisch. Herr, bitte esst und trinkt, wie ihr möchtet. Und ihr könnt auch gerne ein Lager haben. Allein, wenn dieser Tag zu Ende geht, und das wird in ein paar Stunden schon der Fall sein, wenn es dunkel wird, dann müssen meine Frau, meine Kinder und ich gehen. Wie gehen? Am Heiligabend, zu Weihnachten müsst ihr gehen? Wohin denn? Zu Freunden? Zu Nachbarn? Nein, Herr, in den Wald.
Ja, warum denn das? Ich denke, ihr macht hier eine Feier. Ich sehe doch da den großen Krug mit dem Weihnachtsbier und diese riesen Schüssel mit Weihnachtssuppe und da die Würste, die hängen. Und das frische Brot sehe ich auch und all die anderen Köstlichkeiten. Für wen ist das denn alles? Ich dachte, ihr bekommt Besuch. Nein, Herr. Das heißt, ja, Herr. Ja, was denn nun? Erzähl doch. Ach, Herr. Ihr wisst, ich bin Holzhacker. Und wenn ich in den Wald gehe und meine Arbeit tue, dann spielen mir die Trolle manchmal einen Schabernack. Und man darf sie nicht verärgern, das wisst ihr doch. Pah, die Trolle, die machen mir nichts. Ja, Herr, aber ich bin nur ein einfacher Holzhacker. Die sind mir über. Und einmal im Jahr, ausgerechnet zu Weihnachten, da muss ich ein großes Festmahl herrichten und dann mit meiner Familie in den Wald gehen und wir sitzen um ein Feuer und wärmen uns und essen ein wenig Brei und warten die ganze Nacht. Und erst am nächsten Morgen, da dürfen wir wieder zurück in unser Haus. Und die Trolle, ach Herr, wenn ihr wüsstet, wie die hausen. Wenn wir zurückkommen, ist es immer verwüstet, könnte man sagen. Alles durcheinander geworfen. Aber ich darf ja nichts sagen. Und gegen sie kämpfen kann ich auch nicht. So ist es schon seit vielen Jahren, Herr. So ist so. Na, da wollen wir doch mal sehen. Herr, legt euch nicht mit ihnen an. Es sind zu viele. Es könnte euer Tod sein. Lasst das mal meine Sache sein, mein Lieber. So, ich habe gut gegessen. Jetzt lege ich mich für ein paar Stunden aufs Ohr und mein Bär, der schläft auch eine Runde und dann sehen wir weiter. Gegen Nachmittag erwachte Peer Gynt und der Holzhacker und seine Frau waren gerade dabei, alles zusammenzupacken für ihre Nacht am Feuer draußen im Wald. Peer Gynt verabschiedete sie. Er schlug alles in den Wind, was sie ihm an Warnungen noch reichen wollten. Nein, 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 es ist alles gut. Lasst nur, geht nur. Schnell, es wird schon dunkel. So zog denn die Familie mit einer Laterne in der Hand los. Und Peer Gynt brachte seinen Eisbären in die gute Stube. Und hinten an diesem großen Kaminofen, da musste der Eisbär sich in die Ecke legen, so dass man ihn erstmal gar nicht sah. Er selber, er trank noch einen guten Schluck von dem Weihnachtsbier, nahm sich noch ein wenig zu essen mit und dann, warm angezogen, ging er aus der Stube, schloss die Tür und ging ums Haus herum, halb. Da, wo ein Fenster in die Stube noch ging. Und dort stellte er sich hin und wartete. Aber nicht lang. Gerade rechtzeitig war er gegangen, denn schon hörte man das Schleifen der Kuhschwänze im Schnee. Und da kamen sie herbei, die großen Trolle und die kleinen Trolle, die Trollweiber und die Trollkinder. Alle miteinander kamen sie, man hörte ihre Schritte im Schnee. Und dann war die Tür zur Stube geöffnet und sie stürzten herein, setzten sich um den großen Tisch und dann. Dann, sag ich euch, dann wurde geschmatzt und geschlungen und geschluckt und gekaut und gerülpst und gelacht und gesungen und gesoffen. Oh, so etwas habt ihr noch nie gehört und nie gesehen. Peer Gynt schaute von außen und lachte. Und die Weihnachtssuppe, die wurde leer getrunken. Und der Weihnachtsbrei, mit großen Löffeln hieben sie ein. Die Weihnachtswürste, der Weihnachtspudding, das duftende Brot, alles fraßen sie in sich hinein. Und da, die gebratenen Hühner, die mussten auch noch auf den Tisch. Und eins der kleinen Trollkinder, das bekam so ein gebratenes Hühnerbein in sein Fäustchen gedrückt und da sollte es ein wenig dran nagen. Und es lief auf seinen kleinen Trollfüßen durch die ganze Stube, denn ein bisschen langweilte es sich doch. Und so besah es sich alles ganz genau, wie es bei den Menschen aussieht. Und dann kam es auch in die Ecke, wo am Kamin versteckt der Eisbär lag. Naja, das Trollkind hatte natürlich noch nie so ein Tier gesehen. Andere Tiere schon. Und der Eisbär hatte sich ganz klein zusammengeringelt.
Und so kam das Trollkind immer näher und näher und hatte das gebratene Hühnerbein in seiner Hand. Es schaute das Tier an, hielt ihm das Hühnerbein unter seine Nase und sagte: Willst du mal beißen, Katze? Und der Eisbär schnupperte. Und er hob den Kopf. Das Trollkind ging einen Schritt zurück. Hui, das war aber ein großes Tier. Und nun richtete sich der Eisbär auf. Er hatte schon wieder Hunger. Und das roch so gut. Und mit einem Haps hatte er den Hühnerschenkel schon im Maul. Und dann sah all die Trolle dort. Und da war ja noch viel mehr Essen, nicht wahr? Und da richtete er sich in der Stube in seiner ganzen Größe auf. Auf die Hinterbeine stellte er sich und brüllte, dass alle vor Schreck zusammenzuckten. Was ist das? Und die Trolle bekamen so einen Schreck, dass sie alle aufsprangen, die Bänke und Stühle umwarfen und laut schreiend aus der Stube rannten. Fort waren sie. Und Peer Gynt, er stand von außen am Fenster und hatte alles mit angesehen. Und der lachte. Ah. Und kam dann zurück in die warme Stube. Oh, war doch ein bisschen kalt draußen gewesen. Oh, ja, das ist schön am Feuer. Ein bisschen Weihnachtsbier war noch in einem der Humpen. Und ein bisschen Weihnachtspudding auch noch. Und von dem gebratenen Huhn, ja, auch noch eine Portion. Und so ließ er sich's schmecken. Und der Bär fand auch noch all die Reste unter dem Tisch. Und dann legten die zwei sich schlafen. Und wachten erst am nächsten Morgen ganz zufrieden wieder auf. Der Tag war schon angebrochen und der Holzhacker kam mit seiner Familie zurück. Da standen sie in der Stube und schauten fassungslos um sich. Frau, schau dir das einmal an. Ach du meine Güte. So schlimm haben sie es ja noch nie getrieben. Puh, wir werden einen ganzen Tag brauchen, bis wir hier wieder alles aufgeräumt haben. Herr, Herr, seid ihr gesund? Ist alles in Ordnung mit euch? Wir hatten solche Angst um euch. Alles gut, Holzhacker. Es ist nichts passiert. Die Gäste sind gegangen. Ach, ich danke euch, Herr. Aber wisst ihr, es wird nächstes Jahr wieder so sein, egal ob ihr sie vertrieben habt oder nicht. Die kommen wieder. Mag sein, mein Lieber, mag sein. Vielleicht aber auch nicht, wer weiß. Ich danke dir für deine Gastfreundschaft. Ich muss nun weiter. Und so nahm Peer Gynt seinen Bären und zog seines Weges. Und der Holzhacker und seine Frau und seine Kinder, naja, die hatten noch ein paar Tage, wo sie ruhen konnten, spielen und singen und sich etwas erzählen und schlafen. Und dann fing die Arbeit natürlich wieder an. Und so kam der Frühling und verging, und der Sommer kam, der viel zu kurze Sommer, und schon war der Herbst da. Und kaum merklich wurde es kalt, und der Winter stand vor der Tür. Und der Schnee war schon gefallen, und es war Anfang Dezember. Der Holzhacker war wieder im Wald, denn er musste ja noch einiges an Holz stapeln und vor allen Dingen auch noch Holz sammeln. Denn er wusste ja, die Trolle kommen wieder zu Weihnachten. Und wie er da so am Arbeiten ist, da hört er auf einmal: Hey, Holzhacker! Und er schaut sich um. Wer hat denn da gerufen? Na nun? Hey, Holzhacker! Aber er sieht nichts. Noch einmal: Hier, Holzhacker! Ach, da unten. Hinter einem Stein hockt da etwas mit einem langen Kuhschwanz. Sieh mal einer an. Na du? Was willst du denn? Holzhacker, sag mal. Sag mal, ja was denn? Hast du noch die Katze? Die Katze? Was meinst du denn? Na, die große weiße Katze, die so brüllt. Hast du die noch? Ach,
Du meinst die große weiße Katze von letzte Weihnachten? Ja, die meine ich. Weißt du? Die Katze habe ich noch. Und die hat sieben Junge gekriegt und die sind alle größer und stärker geworden als ihre Mutter. Wir kriegen sie kaum satt. Wenn das so ist, dann kommen wir nie wieder. Der Holzhacker arbeitete weiter und ging bald nach Hause. Na, und dann war Weihnachten da. Und als es dunkel wurde, da packte er alles zusammen und seine Frau und die Kinder gingen ein Stück. Und sie standen eine Weile draußen im Dunkeln, versteckt hinter Bäumen und warteten. Aber die Trolle kamen nicht mehr. Da drehten sie um und gingen zurück in ihre Stube und hatten ein wunderschönes Weihnachtsfest und feierten und lachten und tranken und spielten. Und es war so. Die Trolle sind nie wiedergekommen. So haben sie jedes Weihnachten doppelt gefeiert. Ja, und so wünsche auch ich schöne Weihnachten. Und das war wieder eine Geschichte von der Marburger Märchenerzählerin Karin Kirchheim.